Und herzlich willkommen zu Folge 125. Ja, vor einer Woche war Nikolaus und wir neigen uns dem Ende des Jahres auch so mittlerweile zu. Das ist ziemlich krass, wie lange wir hier durchhalten. So, was ich eigentlich vorhatte, habe ich hier schon mal ein bisschen so Inventar hier rausgeholt. Sprich, da kann ich schnell die Rezepte rausgucken. Und zwar brauchen wir einen Schablonenkodierer, brauchen wir noch. Damit wir zumindest das Admin-System so ein bisschen vervollständigen können. Dann brauchen wir erstmal eine Umrechnungsmatrix. Okay, die haben wir bestimmt noch irgendwie alles rumfliegen. Mal schauen hier da. Einmal. Eisen haben wir. Und das andere Gedöns da. Und das andere, keine Ahnung. Habe ich bestimmt noch irgendwo rumfliegen, oder? Da haben wir es ja noch. Flugstaub. Also Neta. Neta. Wo ist der Neta-Peter hier? Da ist er. Einmal Umrechnungsmatrix, da können wir eigentlich ein paar mehr machen. Beziehungsweise das Rezept. Das können wir später speichern. Da werde ich so vereinzelt die Rezepte schon mal vorspeichern, was ich so ungefähr brauche. Dann Partitionseditor, den könnten wir auch noch benutzen. Guck mal, da braucht man eine zweite Matrix. Zack. Zack, so, ich glaube, ich kann mich hoffentlich noch dran erinnern. So. Eisen. Eisen brauchen wir gleich sowieso im Allgemeinen. Und. Ne, so, genau. Schon mal zwei Umrechnungsmatrix. Jetzt brauchen wir eine Workbench. Ach, eine Workbench, ich trödel. So, was braucht man denn dafür? Da braucht man auch eine. Okay, zwei Workbenches. Okay, machen wir so. Dann einmal hier Eisen drum. Einmal mit Schablone. Oder den zweite Umrechnungsmatrix. Achso, ich habe noch welche drin gehabt. Hatte ich ja welche vorgemacht. So, ich muss mal meine Stoppuhr ein bisschen hier ranholen, damit ich auf die Uhr gucken kann. Und das andere war mit Glas. Da. So, jetzt brauchen wir diese Schablonen. Speichergehäuse, blanke ME-Schablonen. Oh, das geht ja eigentlich vom Rezept her. Glas. Glowstone. Und hier das in der Mitte. Da machen wir schon mal so 20, 30 Stück. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, dann muss ich wieder Glowstone aus der Hölle holen. Bleibt er nicht aus. Dann können wir die beiden Geräte hier eigentlich daneben packen. Und hier können wir jetzt unsere Schablonen kodieren. Also die Speicherdinger hier, was wir da drauf packen. Die ist auch fast voll, ne? Und hier können wir unsere blanken Schablonen reinwerfen, wie wir die machen. Und die erste wird da sein, dass wir gucken, wie wir das Schablon machen. So. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Glas und dies. Können wir das mal eben machen. Das ist das erste Rezept, damit wir immer Schablonen in Machenschaft machen können. Kodieren. Und die haben wir. Und die müssen wir jetzt erstmal hinten reinschmeißen. Zwei Seiten. Und dann machen wir hier auf die Seite so, wie wir ein paar Materialien herstellen. So allgemeine Sachen. Dann Umrechnungsmatrix, glaube ich, sollten wir auch mal machen. Warte mal, kann er denn das Rezept dafür anzeichnen? Genau. Die braucht man ja vielleicht auch immer öfters. Die können wir zur Not hier reinspeichern. Flux und Nita. Und das kann weg. Und ein davon. Und so ein Basic-Ding. Da so ein Basisprozessor. Der kommt in der Mitte. Kodieren, fertig, leeren. Na, ich packe mal auf den falschen. Ich muss da mal einen von denen hier nehmen. Die können wieder da rein. Dann haben wir das auch zum Beispiel schon mal. Ich werde das sowieso ein bisschen so sortieren, dass es immer passt. Ja, jetzt können wir allgemein Holz umwandeln. Zack, kodieren. Falls wir Holz brauchen, haben wir das direkt. Das kommt aber in die erste Seite.
Dann kommen auch Yu-Yu-Meta-Rezepte, damit wir so auf Solarpanel so um na, schon fast fertig machen können. Da brauche ich ein bisschen Yu-Yu-Meta, ne? Das, oh, warte mal, da war doch Yu-Yu-Meta. Da können wir nämlich gleich mehrere Rezepte speichern. Und zwar leeren. Einmal Kupferschaub, danke. Einmal Zinnstaub. Jetzt einmal. Warte mal. So gegen Kohle. Dann so Glas. Also können wir nochmal kommen, wir können auch noch Gold kodieren. Upp. Eisen kodieren. Kautschuk. Dann so Redstone kodieren. Holz brauchen wir nicht kodieren. Wir können. Was können wir denn noch machen? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich habe irgendwo einen Zettel aufgeschrieben, genau. Da habe ich nämlich, glaube ich, drauf geschrieben, was ich so ungefähr brauche. Immer. Wir haben Kupfer, wir haben Zinn, wir haben Rubber, wir haben Redstone und wir haben Glas. Das ist eigentlich so das Überwiegende, was wir mal brauchen. Und Holz können wir auch machen. Holz haben wir aber durch das ganze System immer da. Okay, hier sind die Yu-Yu-Meta-Rezepte. Die können wir so. Warte mal, was ist das jetzt? Ah ja, Yu-Yu-Meta-Kautschuk. Redstone, Kohle und die Erze. Die kommen mal so, dass sie so vielleicht die. Warte mal, die. Tun wir noch einen runter. Was habe ich hier noch? Ja, das passt eigentlich ungefähr so. Vielleicht noch eher Iridium. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das jetzt auch noch craften sollen. Ich glaube, Iridium war andersrum, ne? Ja, Iridium, jetzt könnte man zur Not auch noch machen. Kodieren. Dann hätten wir das zumindest hier drin. Tun wir auch da nebenan sofort. Dann, was können wir denn noch? Ja, so Speicherzellen, so könnte man machen, ne? Falls wir mehr brauchen. Aber ich habe jetzt momentan hier habe ich noch zwei hier drinne. Ja, da können wir eigentlich mit aus. Mit zwei vorerst. Dann würde ich sagen, wir brauchen ja hier einmal dieses, das hier zumindest, was wir immer schmelzen können. Dann machen wir hier einmal los. Dann mach ich, ah ne, das, stopp. Mach hier einmal. Einmal hier. Einmal da. Und einmal da. Damit wir zumindest das haben. Jetzt müsste er mir auch das. Oh, hat er schon fertig? Kann er natürlich schon fertig haben. Ja, Kautschuk, Kupfer ist alles da. Gut. Ja, das sind so Rezepte, die man immer gebrauchen kann. Sprich, ich brauche ja auch Bronze, weil wir mittlerweile mit den Bäumen was machen. Und da brauche ich diese. Naja, die könnten wir auch mal hier so ein Rezept geben. Leeren. Das ist nicht gut. Zack, kodieren. Ruhe ist. Dann haben wir. Ach ne, das kommt ja nicht hier rein. Und wenn ich es nicht brauche, tue ich es einfach wieder raus. Das ist kein Problem. Oder ich packe noch eine dritte Seite bei und kann sie dann einfach überfüllen. So viele muss ich immer nicht Rezepte haben da drin. Da muss ich, wie gesagt, immer aufpassen, wie viel ich davon brauche. So, dann nehmen wir mal hier so ein paar Gartenscheren mit. Da muss ich auch noch irgendwie mit dem Villager irgendwie handeln, aber es wird mittlerweile dunkel. Dann würde ich sagen, das ist fast so eine kurze Folge. Ja, lassen wir mal als kurze Folge da sein. Wir gehen mal zum Bett hin. Was ich auch noch zeigen wollte, ich hatte jetzt auf der Kettensäge jetzt nochmal Effizienz draufgepackt. Ich habe null Level mehr, ich muss mal wieder ein paar Level mir ran schaffen. Hier habe ich eine Essenskiste, wo ich auch noch ein bisschen verbrennen muss. Hier so die Kartoffeln oder das Fleisch und ein bisschen hier. Und den Rest zeige ich euch gleich, wenn wir rausgehen. Bis dahin, euer Flash und tschüssen.